Ich befürchte, dass viele mit Lottospielen aufhören werden. Wir haben hier Firma Form Orange. Das Unternehmen wird ja die zwei Ziehungsgeräte für uns herstellen. Schauen wir mal, wo das Unternehmen sich überhaupt befindet. Also, hier ist ein ganz stinknormaler Wohnsiedlung. Hier wohnen, ja, ich sag mal, ganz normale Menschen, so wie Sie und ich. Hier ist das Unternehmen, Form Orange. Nur die Tür ist orange. Warum gibt es hier kein Firmenlogo? Warum gibt es hier kein Zeichen, wo man weiß, dass es ja wirklich ein Firma ist? Warum ist das so versteckt? Schaut mal bitte euch das Ganze mal an hier, ja? Also hier, Jalo zu. Steht hier jemand? Keine Ahnung. Hier zu. Was ist das hier für ein Hinterhoffirma? Also, das Unternehmen will über meine Gewinne, über meine Gelder oder unsere Gelder entscheiden, das finde ich ja richtig komisch. So, eine einzige Rezension. Wow, das Unternehmen scheint ja richtig mega weltweit bekannt zu sein. Haben wir in Deutschland kein einziges Unternehmen, das für uns so ein Gerät herstellen kann? So, wer ist ja der Geschäftsführer? Kontakt? Gar nichts. Jobs? Gar nichts. Team? Gar nichts. Ja, gibt sich mal ein Foto. Diese Leute verstecken sich. Sie verstecken sich hinter ihrer Firmen-Webseite, sie verstecken sich hinter irgendwelche Jalos. Ich weiß nicht, wer hier der Ansprechpartner ist, wer hier der Teamleiter ist und wer das Unternehmen hier führt. Wisst ihr, wer das Ziehungsgerät in Zukunft prüfen wird? TÜV Österreich. Warum nicht TÜV Deutschland? Wer sind diese Leute, die unsere Geräte prüfen? Ich kenne die nicht. Leute, das ist ganz schön komisch. Ich habe kein gutes Gefühl, um ehrlich zu sein. So, wir werden hier in Zukunft keine Tischtennisbälle, sondern Kunststoffbälle haben. Und schauen wir mal, was hier in der selbischen Lotterie passiert ist. So, erste Zahl ist die 4. Ihr seht ja selber, das ist Kunststoff. Kunststoffball. Hier wird alles gesteuert. So, 33. 12. Okay, ist in Ordnung. Schön, dass sie noch lächelt. Jawohl, schön lächeln. Kunststoffbälle, gleiche Erziehungsgerät wie bei Eurojackpot. So, achtet mal drauf jetzt. Gezogen wird die 27, schaut mal, was gezeigt wird. 21, hier. Hier, 21 wird gezeigt. Und jetzt die 27, hier. Hier, jetzt die 27. Die 21 wurde gar nicht gezogen, aber sie wird schon vorher gezeigt. Seht ihr das? Ja, jetzt lächelt sie nicht mehr. Der Zahl wurde gezeigt, bevor der Kugel gezogen wurde. 27. So, achtet drauf, was jetzt gezogen wird. Jawohl, die 21, perfekt. Wenn hier keine Manipulation vorliegt. Guck mal, wie komisch die guckt. Habt ihr gesehen? Eieiei, jetzt hat sie komisch geguckt. Es ist alles Betrug, es ist alles Manipulation. Jetzt tut sie so, als wäre die Welt in Ordnung. Wartet auf Anweisungen, warum hier beschissen wurde. Ja, das war's. Ziehung läuft weiter. Schaut euch das mal an. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Alles klar, mach's gut, ciao. Wenigstens stimmt letzte Kugel.